wir sind kein muslimisches Land. Und das finde ich schrecklich. Gehen Sie mal zu Herrn Erdogan in der Türkei. Ja, und bauen doch mal eine christliche Kirche. Da hängen Sie eher am Baum, als Ihnen lieb ist. Kompletter Austausch am besten von unserer Regierung. Dass die Presse nicht mehr schreibt, was tatsächlich vorgeht, sondern nur noch uns kleine Happen vorwirft. Überhaupt demonstriere ich schon seit 3 Jahren. Erst gegen die Corona-Maßnahmen und dann natürlich jetzt auch Frieden in der Ukraine, Frieden mit Russland. Ich möchte mich nicht bevormunden lassen, wo ich einen Test machen muss, dass ich mich impfen lassen muss, wie viel Fleisch ich essen darf, welches Auto ich fahren darf, welche Heizung ich haben darf und am besten noch, wie oft ich aufs Klo gehen darf am Tag, dass die Regierung von oben immer mehr bestimmen möchte, was wir zu denken, zu tun, zu lesen, zu sagen, zu meinen haben. Ich bin heute hier, weil ich denke, dass es wichtig ist, halt einen Gegenprotest auf die Straße zu gehen, wenn hier in Wuppertal Gruppen demonstrieren, die halt offensichtlich rechtes Gedankengut verbreiten oder faschistisch sind. Ich bin heute hier, weil ich denke, dass jeder Mensch Recht auf Frieden und Freiheit hat, egal wer geboren ist. Und wir beschweren uns jetzt hier, dass Menschen Sicherheit suchen, dass Menschen Hilfe brauchen. Und hier stellen sich Menschen ernsthaft hin und wollen uns erzählen, 2023, dass wir die Grenzen schließen sollen, dass Menschen mehr ertrinken sollen, weil sie hier Ruhe haben wollen. Man sieht im Politischen, dass sich die Politik immer weiter nach rechts entwickelt und man einfach dagegen vorgehen muss und zeigen muss, vor allem bei aktuellen politischen Lagen, beispielsweise jetzt so CDU, die sich mehr nach rechts bewegt, AfD, die viel mehr Prozente kriegt, dass einfach man zeigen muss, dass es nicht sich in irgendeiner Form wiederholt. Und ich habe schon Sorge, dass das in einer gewissen Form tut, vor allem, dass die unsere Jugend einfach stark nach rechts geht und man dagegen kämpfen muss. Seit 2020 kämpfen wir jetzt schon friedlich in Kontinuität auf den Straßen der Republik für die Rückkehr unserer inzwischen sukzessiv zerstörten und über viele Jahre bestens bewährten Rechtsordnung. Unsere fundamentalsten, angeblich garantierten Grundrechte zerfallen immer mehr wie Seifenblasen im Wind. Sie haben halt einen gigantischen Forderungskatalog. Das ist halt das Interessante bei denen halt auch. Also, dass sie halt aus allen möglichen Richtungen am Ende irgendeine Forderung aufstellen. Von GEZ-Gebühren weg zu Frieden schaffen ohne Waffen, zu die Grünen sind die neuen Faschisten. Also wirklich sehr groß und breit. Und die kriegen es halt irgendwie hin, das zu verbinden mit so einer ausländerfeindlichen Politik. Also sie schaffen es halt, die Probleme nicht auf dieses System, in dem wir leben, nicht auf den Kapitalismus zurückzuführen, sondern auf die bösen Ausländer. Wir sehen ja auch, es wirkt ja schon. Also ich habe gerade eben gelesen eine Meldung, dass die Regierung jetzt doch überlegt, die Migrations- und Flüchtlingspolitik nochmal wieder zu verschärfen. Und das explizit und auch von der CDU dazu gedrängt, um die AfD nicht weiter zu stärken. Ich denke, das ist ein Trugschluss. Weil wenn man deren Forderungen jetzt hinterherläuft, dann bestärkt man sie eigentlich nur. Weil dann die Leute, die da so empfänglich sind, dann sagen, ja, siehste, die hat ja doch recht. Also es fehlt wirklich eine überzeugte und überzeugende Haltung dazu. Und zu sagen, wir lassen uns jetzt von diesen Rechten und Nazis nicht die Politik diktieren.